Ich bin noch nicht drin, Leute. Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht im Speedrun-Mode. Eine sehr langsame Heather. Und ich hatte bei dem Aquana auch ein bisschen Bammel gehabt. Der Elektrik ist gut. Sichlor. Sichlor Pack 2. Okay. Boah. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, einer der schnellsten Christians, die ich jemals hatte. Na, vielleicht. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Oh nein, da habe ich keinen Bock drauf. Das könnte gut sein. Den ersten Zug nicht angreifen sollen. Das hat mir zu viel Zeit verschwendet. Das ist okay. Gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut, dass ich das resettet habe. Und dann noch keine Double Colorless. Die Putzen gerade noch ein bisschen wonky. Guter Start.
Dann so. Super. Hätte eigentlich eher schon eine Mudslap machen sollen. Dann geht er nicht auf den Tailwag. Und schon gar nicht auf den Defender. Da will ich doch angreifen. Ich will auf eine Chance hoffen, dass ich mit dem Plus Power da noch was reißen kann. Na, keine gekriegt. Dann wird's ein 4-Price Battle, okay. Oh. Oh nein. Wobei, doch, es geht eigentlich. Das geht eigentlich. Das geht sogar klar. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Okay. Und im nächsten mit dem Flammenwurf. Und weg. Sollte sich lo. Dick Dreh. Nice. Fossil. Gut. Und einen Switch rein. Mann, ist mir das ein bisschen zu doof. Viel besser. Keine DCs. Okay, diesen Kampf habe ich gewonnen. Gesehen, ob ich den Full Heal hab. Eigentlich hätte ich einfach nur Dicktree aussuchen sollen. Schlitzer mache ich ja mal auf mit einer Double Colorless mehr. Warte. Entschuldigung, das war dumm von mir. Das war wirklich dumm von mir. Gold, Leute. Trotz allem. Goldsplit. Etwas Gutes heute erreicht. Zwei Simsala, keine DCE.
Keine Stunts, bitte. Dann hole ich jetzt gleich Glutexo raus. Ja, jetzt hole ich auf jeden Fall Glutexo raus. Jetzt sollte ich den Kampf wirklich gewinnen. Jetzt sollte ich den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Der ist nicht Gold. Nikki ging auch schon mal schneller. Ich hatte, glaube ich, da eine One-Price-Nikki. So, jetzt habe ich gesehen, vor Roland wird nicht gespeichert. Ja, Glumanda ist nicht schlimm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, Ja, das hat aber echt lange gedauert. Wow. Nee, das will ich nicht machen. Oh, Magma ist gut. Und mit Energie spiele ich das vielleicht sogar. Nee, mit der Energie spiele ich das nicht. Oh nein, das spiele ich auf gar keinen Fall. Eigentlich wird das, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, der wird's nicht mehr. Oh, das wird auch nichts. Eventuell wird's was, ja. Nee, noch nicht. Na schade, hätte sich noch einmal gehauen, wäre super gewesen. Am besten eigentlich so.
Das sind eben die Dinge, die passieren können, ja. Ja, so einen Preis nehmen. Ja, ich habe das eine Plus-Power, das ich gehabt habe, weggeschmissen. Aber glaub mir, es war besser, es so zu machen. Ich weiß nicht, wie viel weniger Schaden es war. Nur 10 weniger, okay. Und das ist Autoloss. Und Water, eigentlich ist das scheiße. Könnte gut werden. Das sieht vielversprechend aus. Oh. Das ist jetzt ziemlich big, dass das kommt. Start war super. Die letzten zwei Kämpfe waren scheiße. Hey, zwei DCs. Ah ja, Ronald war natürlich auch scheiße, ja. Richtig. Weil er leise den Tragosso rausgeholt hat. Nein, dann fein das nicht. Könnte gut werden.
Oh, oh. Das ist super. Schnellster Joshua. Ich habe Reitschuh auf der Hand, das ist wunderbar. Ja, vielleicht geht das. Vielleicht geht das klar. Das geht super klar. So, Full Heal finden. Ach, hätte ich gar nicht machen müssen. Hätte ich gar nicht machen müssen. Noch im Time Save. Alles gut. Aber es kann sich alles immer noch ändern. Annehmbare Hand. Ist noch eine Energie, wobei ich habe genug. Ich habe genug, um schon. Richtig Damage reinzuhauen. Sehr passend. Gute Statuen auf jeden Fall. Oh, da ist ein Mr. Mime. Ich entwickle jetzt das Dick da noch gar nicht.
Wegen dem Mr. Mime. Sonst habe ich nämlich viel zu viele Rückzugskosten. Oh mein Gott. Gold. Roland 2. Oh nein, das ist Kangama. Langsamste Kometenpunch. Aber er trifft. Kapunga, denk an dein Geld. Du kannst hier zwei Gifts machen. Ah, der Roland ging. Es geht schneller, aber. So, alter Mann, gib mir dein Mewtwo. Ah, Feuer. Oh, keine Switches. Oh, kein Gambler. Das ist eine gute Hand. Ah, Dodo ist so langsam. Der Sunblade ist auch da. Der Gritzi. Lobet den Gott. Der Gott, der sichtbar ist. So, Steinclub nicht vergessen. Drittes Dick da. Dick-Dream meine ich. Das ist sehr gut. Das ist gerade fürs Late-Game. Sehr, sehr wichtig. Ja, für den lohnt es sich nicht, weil er so viel Mist machen kann. Ja, hier ist schon. Hier hoffe ich jetzt einfach nur auf eine DC. Oder auf ein. Ja, oder darauf, genau. DC, sag ich schon. Auf einen Hyperheiler.
So, für den habe ich eine Plus-Power. Oh, hat sich erledigt. Hoppala. Okay, bitte nichts benchen. Nichts benchen. Kann ich machen müssen. Nicht Gold, weil ich bei Chris, vor allem bei Chris, sehr viel Zeit verloren habe. Und Jessica, die hatte auch, das war auch ein Four-Press-Battle. Search ist super. Switches können drin bleiben. Ein Ball nehme ich. Für später. Gust of Wind, super. Gambler reicht. Machbar. Kein Problem. Was ich von Energie denken soll. Nein, eigentlich ist mir das so doof. Das ist gut.
alt. Besser. Gute Starthand. Hast du die falsche Attacke ausgewählt? So, jetzt hör auf zu benchen. Danke. Interessanter Count, aber nehme ich. Da ändere ich nichts mehr. Oh. Ich habe wirklich alles gerade. Ich könnte noch die Mails holen, aber brauche ich nicht. Einfach nur noch durchrennen. Wird leider ein Six-Prize-Battle, deswegen muss ich schnell mashen. Kein Zapdos mehr im Weg, das ist super. Die Entwicklung war echt dumm. Aber egal. Thank you.
an sich gute Hand. Wenn jetzt nicht gleich das doofe Zapdos kommt. Okay, mit Computersuche kann ich das, kann ich ein Diktat hier aussuchen. Alles gut. Das muss ich jetzt machen. Und das Fossil dran legen. Dann habe ich wenigstens die Chance, dass das Dick da überlebt. Ich muss es entwickeln. Steve macht wieder Steve-Sachen. Ja, jetzt trifft er das Fossil, ne? Komm, Tailwag. War ein etwas langsamer als Steve wegen den ganzen Zapdos-Sachen wieder. Da keine Sachen. Das hier ist das finale Deck. Ja. Keine gute Starthand. Keine gute Starthand. Nein, ich will. Brauche eine gute Starthand, sonst geht es nicht. Damit fange ich an. Fossil Strats. Die ganz geheimen Fossil Strats. Ja, Plus Power wäre jetzt super gewesen, aber davon habe ich leider noch zu wenig. Keine Pluspower. Geht mir leider ein bisschen die Zeit für verloren. Aber ich hatte auch gute Jacks gehabt, das ist das Problem. Super.
Nicht so super. First Turn ist aber gut. Oh mein Gott, sehr gut. Oh. Nicht overexcited werden. Ich guck's mir gleich an, ja. Konzentration jetzt. Letzter Kampf. Kann ich spielen. Vielleicht klappt das. Okay, es hat nicht geklappt. Die Fossil Strats wieder weg. Noch eine Plus Power suchen können, das wäre super gewesen. Ja! Sub-Stunde! Ja, den Run werde ich erstmal einreichen, auf jeden Fall. Ja, Hauptprobleme in diesem Run, Roland 1 und die zwei Kämpfe, die danach kamen, also Michael und Amanda, mal wieder. Drecksäue. Jessica und Chris waren sehr langsam.
Ansonsten ging es ja gut, Sven, Steve hätte besser sein können, Jack hätte auch ein besserer sein können. Aber da ist es tatsächlich ein bisschen RNG. Dankeschön. Unter einer Stunde. 5 Sekunden weniger und Platz 13 ist dein. Dankeschön, Leute. Meine Güte. Ich musste mich aber auch gerade wirklich anstrengen. Ich habe ja den Fernseher links auf der Seite. Und ich wollte die ganze Zeit immer zum Chat rüber gucken und dann sagen, oh ja, los, auf geht's, ja. Aber dann merkte ich schon, wie meine Hände angefangen haben zu zittern. Mein Gott, endlich geschafft. Und ich habe vor einer Stunde etwa noch den Run von AJ angesehen, weil ich seine Route ja momentan spiele. Und uff. Da habe ich ja zumindest ein paar Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass man in bestimmten Situationen einfach nicht entwickelt. Wie zum Beispiel bei Murray. Da ist es nicht gut, early auf Dickdreh zu gehen. Solange da ein Mr. Mime drin ist. Und ein bisschen meine Execution muss ich noch arbeiten. Aber das sind so die Sachen. Das sind die Sachen. Da bin ich sehr stolz drauf. Gut, ein Glück haben wir das endlich geschafft. Ah. Tut meine Hand weh. So. Und Kapunga, danke, dass du wieder eine Wurst verteilt hast. Und die Wurst ging diesmal an Giant. Giant, willkommen bei den Hot Dogs. Ne, ist lieber Sub One Hour. Okay. Es ist Sub One. Ach so, den Clip, ja. Sub One Hour. Platz kann sich ja immer noch ändern. Ich war ja lange Zeit erstmal auf 18 gewesen. Und da ich nach einer Weile keinen neuen Platz mehr erreicht habe, ist das schon, ja. Bin ich dann auf 20 runtergeschmissen. Okay. Lass uns da nicht aufhören.